So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen am Mikrofon. Da hatte ich in der letzten Folge dann doch einen kleinen Cut, der nicht beabsichtigt war. Lag primär daran, dass das Spiel sich einfach aufgehängt hat und das konnte sich dann, konnte man dann einfach nicht weiter aufnehmen. Ne? Klar, also das mag dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwann mit Patches behoben sein. Ich hatte das jetzt in der Summe zweimal in den ganzen Spielstunden. Wie weit das noch kritisch ist oder kritischer wird, woran das liegt, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, vielleicht ist es euch auch schon passiert. Könnt ihr ja mal mir vielleicht mal Feedback geben in den Kommentaren. Wie gesagt, Spiel einfach aufgehängt und dann beendet. Gab es ein Paradox, Fehlermeldung und dann konnte man das noch rüberschicken zu den Jungs. Aber ja, wie gesagt, das ist mir aber jetzt erst auch zum zweiten Mal passiert. Hoffen wir, dass es jetzt nicht gängig wird. Wäre schade. Würde natürlich so ein bisschen den Spielspaß natürlich lindern. So, wir machen hier fleißig weiter. Ich hatte schon gesagt, welche Nachrichten ich vielleicht ganz gerne mal unterbinden würde, sind diese Kriegsausgänge. Ja, sie sind interessant, selbstverständlich. Aber man hat häufig dieses Weggeklicke der ganzen Nachrichten. Ich weiß nicht, gut, eigentlich sind sie auch hilfreich hier und da, ne, zu sehen, okay, wer verliert, wer gewinnt. Wir lassen es mal drin. Weiß ich nicht, wie weit das wirklich interessant ist. Man kann es ja überschauen. Man muss sich das sowieso ein bisschen sortieren. Nicht jede Nachricht ist zwangsläufig immer ein Klick wert, aber den Überblick will man ja auch behalten, ne, ganz klar. So, wir sind immer noch in der Folge, die ich hier nannte, Land für den Bastard. schauen wir, wie wir ihn einpflegen. Dann sollten wir noch gucken. Wir haben die Religion geändert. Nee, wir haben in Zielland die Kontrolle geändert. Aber da wollten wir doch noch in Lübeck nochmal nachlegen. Da haben wir auch 100 Kontrolle. In Hamburg, ganz wichtig. Hamburg, Moment. Unseren guten Romislav, den bringen wir nach Hamburg. Auch hier möchten wir die Kontrolle verbessern. Okay. Wir beschleunigen wieder ein bisschen, damit die Belagerung auch vorwärts geht. Ich sehe jetzt hier gar keine Armeen, weder in England noch anderswo. Und ich glaube, mit 500 Mann kommt er auch auf Rügen nicht weit. Ich meine, da steht er zwar auf der Insel, aber tatsächlich, es reichen 500 Leute zum Belagern? Das finde ich jetzt kritisch. Gut. Wir machen weiter. Auch hier sehen wir wieder dieses zusammenfallende Ostfrankenreich. Wäre ja eigentlich auch für uns, ne? Zeit da mal zu intervenieren. Müssen wir hier, geht das überhaupt weiter? Verbleibende, ja, 16 Monate, ja, versuchen wir es. Also, gehen wir uns verteidigen. So, sei gegrüßt, mein unversöhnlicher Lehnsherr. Das ist doch mein Bruder, Lebos. Durch die Ansiedlung der pommerischen Kultur und das Einsetzen einer neuen Verwaltung haben die Bewohner von Hamburg die pommerischen Traditionen voll für sich angenommen. Perfekt. Haben wir das auch abgeschlossen, machen wir dann aber auch gleich weiter, denn es ist noch nicht alles Gold, was hier glänzt. Bei Belagerung Gefangene gemacht. Sehr gut. Moment, jetzt schauen wir doch mal. Und zwar Kultur war das, ja. Das sieht gut aus. Würden wir aber dann vielleicht sogar noch bei unserem Vasall erweitern. Wir gucken kurz, was er denn für Kultur hat. Er ist slowenisch. Diese ist dänisch. Ich weiß nicht, ob ich hier im Dithmarschen das noch voranbringen kann. Wir können es probieren. Kultur fördern bei unserem... Anscheinend ja. Nimmt der das dankend an. Der gute Vladislav. So, seine Kinder, Tochter. Könnten doch noch einen Erben gebrauchen oder einen, den wir verheiraten können. Sehr schön. So, da kommen wir mit unseren 3000 Mann und hauen den Kollegen zu Brei. Ich würde ihm ja bald, er ist ja so ein guter Ratskanzler, sogar bald verbieten zu kämpfen, aber okay. Das haben wir dann auch. 66, die haben wir, glaube ich, jetzt komplett zerlegt.
Dann gehen wir nach Vanabia und gucken mal auf die Insel. Das haben wir auch. Hier wird noch erobert. Hier ist er. Bretislav, unser zukünftiger Herrscher von England. Ah. Entwicklungszuwachs. Oh. Also Hamburg ist noch wirklich sehr kritisch. Hier kriegen wir schwer Kontrolle rein. Wir probieren es weiter, klar, aber zumindest ist Kultur und Glaube schon durch. Kultur, Glaube ist immer noch in Kopenhagen am Wachsen. Wer kommt jetzt? Gegen die Tyrannei von König Sebastian. Wer ist er denn? Was hast du für einen Laden unter dir? Aha. Interessant. Wir gucken mal. So. Hat sie mal einen Krieg gewonnen? Gegen wen? Steinmetzangelegenheiten. Das hatten wir aber auch schon. Eine Zunft von Steinmetzen hat sich in Sierland niedergelassen. Motivierte Handwerker in meinen persönlichen Dienst zu haben, könnte die Region erblühen lassen. Selbstverständlich. Nehmen wir sofort mit. Eine Vereinbarung mit dem Zunftmeister der Steinmetze treffen. So oder so geben wir Geld aus, aber Prestige. Es gibt eigentlich immer Prestige, außer unten bei einer unglücklichen Vereinbarung. Häuptling Levos sichert mir ihre Gefolgschaft. Nee. Mhm. Verwaltungsherausforderung. Aber ist hier auch. Wir nehmen das, mal gucken, was kommt. So. Aha, wir kriegen nix. Doch. Ihr beleidigt mich und meinen gesamten Berufsstand, mein Fürst. Der Zunftmeister der Steinmetze ist ganz und gar nicht zufrieden mit meinem Angebot. Im Gegenteil steigen die Preise derzeit sogar. Natürlich liegt das ausschließlich an den Arbeitskosten. Ich bin mir sicher, der König versteht das. Wir verlieren 105. Oder dient mir. Und so werden es auch die Zünfte tun. Die Kontrolle wird sich um 10 ändern in Sierland. Warum nicht? Warum nicht? Sie ist bei 100. Zwar nicht so entscheidend, aber passt schon. So, was haben wir denn hier? Ich habe herausgefunden, dass Graf Ladislav ererbte Vasallenbande ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher eingefordert habt. Feudalsteuern von euch werden erhöht. Vladislav würde es sicher zu schätzen wissen, wenn ich das übersehe. Steuern. Puh, schwierig. Er hat schon keine Kohle. Er soll sich auch verteidigen können. Passt. So. Ein flauschiger und exotischer Teppich. Ein weicher Teppich, farbenfroh und flauschig, erreicht mich als Geschenk von Sitisla. Oder Citislava. Ich weiß nicht, warum sie mir ein derart ausgezeichnetes Geschenk macht, doch die edle Webkunst des Teppichs ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. Meine Halbschwester. Ein flauschiger Teppich. Mag sie mich? Sie mag mich nicht. Warum schenkt sie mir einen Teppich? Als Verbrecherin. Dieser Teppich wird den Gang in meinen Gemächern bedecken. Wie werde ich ihn wohl am besten los? Ich glaube, ich vertraue ihr nicht. Extra wachsam. Verkaufen. So. Wenn man damit einen Krieg finanzieren kann, warum nicht? Oha! Was? Zum Henker. Ich habe mir doch extra eine besorgt, die nicht schwanger wird. Verrückt. Es ist Mäusemelken. Gut, okay, man sollte sich nicht über Nachwuchs beklagen. So, okay, hier sind wir durch. Dann machen wir doch hier den nächsten Schritt. Und holen uns den Rest noch. Dann haben wir das doch auch geschafft. Können wir dann nicht die Armee dann auflösen? Die Jungs? Ja. Alles klar. Das bringt uns jetzt auch, wir haben bloß die halbe Armee ausgehoben. Das bringt uns auch Geld.
Super. Sammeln wir Geld während des Krieges. Sehr schön. An den dreisten König Sebastian. Wer ist das? Der Shepard von Bauernaufstand. Viel zu lange unterliegen wir schon euren unterdrückerischen Gesetzen. Das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald eure Schatzkammer und eure Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Alle Grafschaften in der Fraktion. Welche Grafschaften sind denn in der Fraktion? Populisten, Bauernpöbel. Häuptlingstum von Mecklenburg. Wie kann ich denn hier darauf reagieren? Zu schwach, um ein Ultimatum zu stellen. Zu schwach, zu schwach. Okay. Hau mal sie kaputt. So. Dann schauen wir doch mal, wo ist er denn da? 499, jetzt ernsthaft. Ich werde verrückt. Gut. Lokale Truppen ausheben und kaputt hauen. Ist aber auch ein bisschen dreist, oder? Alles klar. So, Sieg über den Bauernaufstand. Aufgelöst, Einheimische befriedet, Volksmeinung, sehr schön. Und die können wir wieder auflösen. So, Wismar haben wir jetzt hier. Ah, da können wir auch ein bisschen Kontrolle reinbringen. Wenn wir dann da oben fertig sind, ne? Okay. Gut. Dann haben wir es. 100%, meine Lieben. Forderung erzwingen. So sei es. Was haben wir denn jetzt? Das können wir hier alles auflösen. So. Jetzt haben wir ihr den Titel hier aberkannt. So. Titel aberkennen. Beide. Beide geht nicht. So, haben wir eine, so ist es. Und gleich den nächsten Titel aberkennen. So. Dann haben wir unseren Ältesten enterbt, aber nicht landlos. Du bekommst Lincolnshire und Leicester. Wir machen ihn zum Herrscher auf der Insel. Da ist er. Wunderbar. Alle Armeen auflösen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir noch seine Gräfin loswerden, dass er noch Erben bekommt. Ansonsten geht das hier alles blöd, oder? Es fällt wieder an uns zurück. Auch nicht verkehrt. Sehr schön. Haben wir da noch einen Titel hier vielleicht? Oder können wir einen schaffen auf der Insel? Nee, nee, anscheinend nicht. Schade. Sehr gut. So stelle ich mir das doch vor. Da haben wir noch einen Sohn. Was ist er denn? Jindrich. Matthäus. Gut. So ist denn. Den einen haben wir enterbt, den anderen haben wir bekommen. Es ist, ja, wie es ist. Was willst du machen? So ist es, ne? Da ist der Plot, denn hat sich gerade gedreht. So. So, wer ist das denn? Mein Neffe Ivar von Chitno lädt mich ein. Wunderbar, machen wir doch zum ersten Mal einen Hof Chitno ein. Das wird eine grandiose Veranstaltung. Okay, ein Vergnügen als solches. Dann müssen wir schauen, was wir als nächstes erobern. Alle Gäste versammeln sich in der großen Halle.
Und eine Jagd müssen wir auch noch wieder veranstalten. Hier ist Alba, die wachsen hier uns ein bisschen über den Kopf. Wales. Schau an, Wales. Ah, was ist das nur für Fleisch? So ein reiches Aroma und dieses Gemüse mit dem kräftigen, beinahe süßen Duft. Oh, und diese köstlichen kleinen Nachspeisen. Dieses Festmahl bietet mir das beste Essen, das ich je erleben durfte. Entzückend. Gleichgesinnte. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Vogt den Elfen ein herausragender Anlass. Wo ist sie denn her? Bezirk von Stamford. Aha. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihr. Oh, alles klar. Das habe ich dir gestern Nacht versprochen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie mein Neffe Ivar einen Klaps auf den Hintern von mir bekam und ich zu ihm sagte, dass ich alles tun würde, was er von mir verlangt. Jetzt machen Gerüchte die Runde über den Eid, den ich geschworen habe. Wie ist denn die Meinung? 91. Das war nur betrunkenes Gefasel. Schwaches Druckmittel. Ja, versprochen ist versprochen. Ganz egal, wie die Umstände aussehen. Alles klar. Gut, zurück nach Hause. Was für ein Festmahl. Ich werde mich noch lange an die Tage in den Hallen von Ivar erinnern. Nun müssen die Spuren von Frohsinn und Wein abgewaschen werden. Lebt wohl. 20 Anspannungen verloren. Perfekt. Was ist hier? Eure Bekanntschaft ist verstorben. Was ist jetzt hier die Fraktion? Häuptlingstum von Zierland hat nun... Achso. Pommerische, asatruische Populisten. Ja, wir sind ja bald durch mit dem Glaube, ne? Mit der Religion. So, komplett Expertise erhalten. Sehr schön. Wie sieht's aus? Hier. Immer noch. Königreich, Ostfrankenreich. Die haben noch nichts mehr übrig, oder? Keine Verbündeten. Doch. Ich möchte ganz gerne die Grafschaft nicht Minden. Puh, Fünn. Da ist sie. Ja. 3000 Mann und wieder geben wir. Oh! Ah, Mist, habe ich jetzt überhaupt den richtigen Kriegsgrund genommen? Oh, Gott sei Dank, ja. Ich habe nicht ausgewählt, sondern sofort auf Krieg gedrückt. Uiuiui. So, wir. Der Sammelpunkt. Hierhin. Alle Armeen ausheben. Oh. Habe ich jetzt auf jeden Sammelpunkt eine ausgehoben? Das ist natürlich auch blendend. Was ist mit dem? Kommt der nicht rüber? Doch. So. Du bleibst hier. Ah, auch wieder 41 Dukaten rausgeschmissen für den Weg. Gibt's denn das? Kann man sowas machen? So. Hier ist die Hauptstadt. Na dann. Gleich drauf. Was haben wir hier? Ehrbarer Dienst. Steuerbeitrag. Alles klar. Her mit der Kohle. Für die von den Vasallen. Wir gehen dann gleich, wenn hier die Hauptstadt ist, gehen wir gleich drauf. Die 600 Mann sollten jetzt hier kein Problem sein. Was wir tun können, ist eigentlich die 2000 können wir dann nach Bremen bringen. Okay. Wer kommt da? Verbündete. Von Trakesion. Wo ist bitte Trakesion? Aha, alles klar. Der trakesische Herrscher macht sich auf den weiten Weg. Na dann, mal los. Hier ist er. Wen haben wir denn hier eingesetzt eigentlich? Ja, Senti, okay.
So, mein Ratsspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist, doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden, und zwar mich. Wir müssen den Übeltäter, der hinter der Sache steckt, aufhalten. Alles klar, wird dann mal los. So, das haben wir, 5%. Bringen wir die Jungs nach Dithmarschen. So, was ist denn hier an Kräfteverhältnis? 2400 gegen 8000. Also wir sind aber auch bockstark, ne? Also Wladislav, das Komplott. Mhm. Achso, beeinflussen, alles klar. Ich wollte gerade sagen, der wollte mich umbringen? Nee, das kann ja nicht sein. Aber wir müssen noch Beziehungen verbessern. Mit wem? Mit unserer Frau vielleicht. 47% plus, okay. Nachwuchs braucht er. Und zwar dringend. Ansonsten, ja, wie... Nochmal enterben? Das wäre ein bisschen teuer, ne? Matthäus. Aber ich habe mich so auf Kaspar eingeschossen. Oh, stark. Wer ist denn der Vormund hier? Sein Bruder immer noch. Hat doch gar nicht so viel Ränkespiel. Wie kommt er dazu? Ah. Nimm doch mal Verwaltung. Ah, reizende Kinder. Nimmst du das? Diplomatie. Ah, verstehe. Du kannst den Fokus hier immer noch festlegen für die Ausbildung. Jetzt hat er noch ein paar Jahre. Aber hätte man ein bisschen früher auch machen können, ne? Aber das haben wir schon letztes Mal auch gemacht. So. Jetzt belagern wir die Stadt. Mal gucken, wie wir da gefangen nehmen. 35. Hm. Ich sehe ja auch keine Mitstreiter des Gegners. Du dorthin. Du dort. Und wir gehen nach Minden. Sollte ja klappen, oder? Oh, da. Da sind. Was sind das? Bauernaufstand. Sollen wir da helfen? Können wir nicht, ne? Die sind neutral, ja. Können wir gar nicht. Leider. So, also ja, Pause sollte ich mal schon beenden, wenn ich hier vorankommen möchte. Finnland hat sich das, also das ist hier auch ein Prellbock, dieses Land. Es geht mir langsam auf den Keks. Wer greift da jetzt an? Wolgast, Räuber. Ich glaube, wir erklären denen mal den Krieg hier. Wir holen uns mal jetzt diese Provinz, wenn wir hier durch sind, gegen... Machen wir schnell... Dass wir Wolin kriegen. Wolgast macht das. Wolgast hat aber auch ein bisschen Land verloren, wenn ich alles täuscht, ne? Durch die Neuverteilung hier. Dukowski, wie kriegen wir ihn denn? Er ist bei uns im Knast. Macht nichts. Gucken wir, wie wir das noch loswerden. Gut. Hm. 50% erst. Wir gehen noch ein Stückchen weiter. Wir belagern noch. Oh, da oben. Alles klar. Da sind sie ja. Ja, wie lange brauchen wir hier noch? Moment. Wir schicken die Jungs hier zu die Belagerung beenden. Und die hauen dann ab. Okay, haben es schon geschafft. So, dann die beiden zusammen. Das geklappt. Jetzt. Und ab nach Finn. Das schaffen, das weiß ich nicht. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Holen sie zurück. Innovation entdeckt. Seit langem mal wieder was Neues. Und zwar haben wir Kriegsgrund, ne? Oder? Ja. Jetzt brauchen wir
Ist es denn jetzt schon durch? Weil ich immer noch hier drauf sitze. Anscheinend ja, aber... So. Beeilung, Jungs. Das ist die... Ja, die Belagerung ist zu Ende. Mist. Okay. Jetzt gibt's den Kampf. Die Schlacht. Der hat Dannenberg eingenommen. Hier geht's weiter. Ah, jetzt ist hier der Befehlshaber geändert. Da wollte ich eigentlich meinen Sohn drin haben. So, belagern wir das selber wieder. Die Bewohner von Häuptlingstum von Zierland wurden endlich überzeugt. Sehr schön. Haben wir da auch den richtigen Glauben endlich. Was fehlt uns denn jetzt noch? Wilzia. Ja, oder hier natürlich Lübeck. Boah, was mache ich da lange rum? Wo ist er denn, unser guter Mann? Sehr schön. Gut, da oben geht's weiter fleißig. Auch hier geht's weiter. Fehlt uns noch 68%. Häuptling Ivar ist euer Ratsmarschall geworden. Er kann 25 Jahre nicht entlassen werden. Er hat mich erpresst, ne? Kann das sein? Hat er jetzt das Druckmittel genommen? Neue Tempel aufgebaut. Aha. Okay, sehr gut. Aufgabe beendet. Okay. Da stehen 1600 Mann in Rügen. Ah, ist ein bisschen schwach auf der Brust. Wie kommen wir schnell dorthin? Für 53 bezahlen wir. Okay. Bezahlen wir. Okay. Wir haben die 100. Sollen wir die Schlacht noch wagen? Machen wir sie noch. Sehr schön. Ruhmstufe erhalten. Okay. Alles klar. Wir bekommen die Provinz Fyn. Aber ich habe einen guten... Slowenisch wieder. An wen geht das? Alle auflösen. An wen geben wir das jetzt? Wir könnten es doch selber halten, ne? So ist es ja nicht. Aber sie ist nicht so wertvoll, die Provinz, würde ich behaupten. So. Dänisch-Katholizismus. Wird auch wieder aufwendig, das Ganze umzubauen. Aber gut. Wen haben wir denn noch in unseren Reihen? Die sind schon vermählt. Ja, er ist entstellt. Er hat einen Arm verloren. Verstümmelt. Oh Gott. Wann ist das denn passiert? Im letzten Schlacht wahrscheinlich, ne? Okay. Bitter. Geben wir es ihm. Geben wir es. Es ist wirklich ein sehr, 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 sehr treuer Gefährte. Aber er hat den Posten des Ratsmarschalls verloren. Mist. Und er hat nur eine Tochter. Kasper? Der ist schon... Hat der nicht schon ein Verlöbnis?
Würde sogar annehmen. Aber nee. Matthäus nimmt da an. Klasse. Super. Ist ein bisschen kompliziert jetzt dann, aber ne? Da werden die eine ganze Weile eine Menge Provinzen innehaben. Ich hätte ganz gern einer, der nicht hier ungefähr so viel erbt. Komm, warum nicht? Er ist treu ergeben. Machen wir das. Machen wir das. So, Vorschlag abschicken. Und du kriegst noch einen Titel. Achso, er hat einen Vorschlag wegen der Ehe. Mhm. Ausgezeichnet. So, mein Bester. Du kriegst dann noch Finn. Hat er zwei Provinzen, alles klar. Das ist doch überschaubar. Treuer Gefährte. Wird auch wieder Ratsmarschall, wenn er noch so lange lebt. Weiß ich jetzt gar nicht. Boah, wir schauen schon nicht mehr der Jüngste, ne? 69, okay, das war's dann. So, wen haben wir denn da? Bezahlt 10 an euch. Ja, kannst du haben. Wir gucken mal, wir haben noch ein bisschen was im Kerker, glaube ich. Feudal, ne, wo haben wir sie denn? Hier, Hof, Gefangene. 26, so. Das ist der erste, für den kriegen wir 50 Gold. Nächste. 100 kann er sich nicht leisten. Nächste. 10. Was gibt der? 10 statt 25? Nö. Die geht nicht. Was kriegt die hier? 100. Alles klar. 50. Da kommt das Geld rein, Leute. Jetzt knallt's gleich. So, wer ist das? Elin Sigbertsen Ivaring. Von mir aus. Heute wird alles freigelassen. Wir feiern ein Fest und die ganzen Insassen kommen raus. Ich habe hier keine Lösegeldforderung. Doch, hier 10 Gold nochmal. Geht nicht. Gut, lassen wir mal kurz laufen. 26. Alles klar, ein gutes Geschäft. Und alle raus mit euch. So. Da waren aber noch ein paar. So, wie sieht's denn hier aus? Wie geht's denn weiter? Oh, ich sehe. Ein Königreich hat sich hier aufgelöst. Welches war das? Estland? War das nicht auch hier? Da ist Königreich Estland. Genau, ich glaube, das hatte seinen Hauptsitz auch mal hier. So. Gut, meine Lieben, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Wieder viel passiert, auf jeden Fall interessant. Gerade wie es mit unserem Bastard weitergeht, das finde ich wirklich spannend. Wie er sich hier schlägt auf der Insel. Es bedarf... Oh, er hat eine neue... Alles klar, er hat eine neue Frau. Perfekt. Perfekt. Bin gespannt, mein guter Bratislav. Wie er sich da auf der Insel... Schauen wir. Vielleicht können wir ja für ihn auch Kriege führen. Dass er dann schönen Titel erhält. Ansonsten ist, glaube ich, jetzt nächstes der Kollege wieder dran. Ja. Tormund, Viborg. Hab eigentlich keine Angst vor dem. Aber ich will alles haben mal von ihm. Oh. Königreich von Irland. Nee. Herzogtum. Emirat von Schleswig, genau. Kostet aber 375. Das ist wegen zwei Provinzen. Kann ich mir auch eine Provinz nehmen. Und zwar ist das hier die Provinz Vorbasse. Die hier. Die ist für uns wichtig. Für den Übergang, ne? Okay. Verbleiben wir erstmal so.
und machen dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann, liebe Leute. Ciao, ciao.